Und willkommen bei Minecraft C-Test. Wir gehen wieder in Creative Mode. Und heute habe ich mir etwas ausgesucht. Das heißt 2, 3, 7, 6, 3, 4, 1, 1, 8. Es soll ein Wüstendorf sein. Na, dann gucken wir mal. Eine Wüste sehe ich schon mal. Eine Bonus-Chest sehe ich. Ah ja, da ist nie was drin. Ein Pfeiler sehe ich. Das ist alles Wüste hier. Ah, da ist das Wüstendorf. Ich sehe einen Tempel. Und ich sehe ein Wüstendorf. Das klingt gut. Dann machen wir als erstes mal auf dem Berg hier unser Signalfeuerchen. Einmal das und einmal Kampfiere. Ja, genau, wieder daneben gezielt. So, was haben wir denn hier? Ach, nur eine Felswand. Oh. Haha, sowas mag ich hier. Und hier auch. Wow. Okay. Also, die Rede war von einem Wüstendorf. Das ist hier zu sehen. Eine Katze ist da. Hallo, mein Freund. So. Was haben wir denn hier? Ein Farmer ist schon mal da. Ein Eisengolem ist da. Eine Kirche sehe ich nicht. Hier ist die Glocke. Die Türen da oben sind ja auch lustig. Die bringen ja viel. Gut. Ah, ein Steinkutter ist da. Aber eine Schmiede sehe ich jetzt noch nicht. Da ist gerade ein Tier gestorben. Da liegt doch Leder rum. Hallo, mein Freund. Wer bist du denn? Er will nicht handeln. Er ist arbeitslos. Ja, gut. Ah, den Block können wir gebrauchen. Ein flacher Brunnen. Ja. Und natürlich der Tempel. Okay. Dann fliegen wir mal rum. Am besten mal in die Richtung. Hier haben wir eine Savanne. Mit Akazienbäumen. Ich mag die Akazienbäume nicht so. Die wachsen mal krumm und schief. Die lassen sich schlecht farmen. Ich sehe aber ein versunkenes Schiffswrack. Kann man immer gebrauchen. So. Oh Gott, die Wüste zieht sich aber ziemlich weit. Die Wüste zieht sich ziemlich weit hin. Auch eine Unterwasserschlucht. Ja gut. Wer's braucht, warte mal, fliegen wir jetzt in die richtige Richtung? Ja. So, hier ist nämlich unsere Savanne. Lava gleich an der Oberfläche. Kann man auch immer gebrauchen. Hier ist eine kleine Schlucht. Naja, was heißt klein? Kohle sehe ich. Eisen sehe ich. Super. Also da hat man dann auch schon mal ausgesorgt.
Ja. Perfekt. So. Hier hat man ein bisschen Gebirge. Ah, jetzt muss ich mal warten, bis der Computer hinterherkommt mit den Chunks. Der muss ja alle berechnen. Aber es gibt hier nur Wüste. Wüste und Savanne habe ich bisher gesehen. Ah, hier kann man schon Skyblock spielen. Ah, seht ihr? Skyblock kann man von hier aus spielen. Okay. Was ist das? Das sieht auch bunt aus. Was ist das für ein Bauwerk? Als was zählt denn das? Mit der Kiste drinnen, eine Mending-Angel. Ein Iglo ist es nicht. Ein Unterwassertempel auch nicht. Interessant. Das kenne ich noch gar nicht. Monster Hunter. Moment. Das sind Ertrunkene. Das ist eine Unterwasser. Das sind Unterwasserruinen. Deshalb auch die Angel da drinne. Ja, das ist Treasure Map. Das sind Unterwasserruinen an Land. Ja, cool. Das ist gar kein Wüstenbauwerk. Das sind Unterwasserruinen. Kann man machen. Dann hat man Unterwasserruinen, aber an Land. Finde ich interessant. Ist das hier ein neues Biom? Nee, zählt auch als Desert. River. Ah, die haben hier ein River-Biom zwischengemischt. Ja, aber ansonsten hat man hier wirklich nur Wüste. Lava kann man immer gebrauchen. Wüste, Wüste, Wüste. Also hier anzufangen wird schwer. Weil vor allem, weil es keine Bäume gibt. Hier ist schon wieder so ein Gebäude. Ah, das ist ein Tempel. Das ist ein versunkener Tempel. Cool. Von dem ist ja kaum was zu sehen. Okay, das ist ja mindestens. Oh, hier ist wieder so ein Blatt. Hier ist wieder so ein Brett. Wahoo! Haha! Sowas mag ich. Ja, aber hier anzufangen wird schwer. Es gibt keine Bäume, naja, bis auf die Akazien. Es gibt viel Sand, viel Wüste, ein bisschen Eisen. Kann man mit leben. So. Da ist der Tempel, da ist noch ein Schiffswrack. Ich bin gerade am Überlegen, wo es jetzt hier nach Hause ging. Eigentlich in der Richtung. Da müssten wir ja bald unser Signalfeuer sehen. Hier ist wieder ein Unterwasserbauwerk, wie es aussieht, oder? Täuscht das? Nein, es täuscht nicht. Hier ist wieder ein Unterwasserbauwerk. Okay. So, und in der Richtung geht's nach Hause. Also da hat man echt zu tun. Ah, hier ist wieder genau. Hä? Da müssten wir doch aber jetzt hier nach Hause kommen. Genau, hier war Skyblock. Sieht auch lustig aus. Wenigstens kriegt man hier vernünftig Sand her. Also Erde, dass man was anbauen kann. Da fehlt aber ein Stücke, als ob ein Meteorit eingeschlagen ist.
Savanne, ein River-Biom dazwischen. Ah, da sehe ich unser Signalfeuer. Okay. Ah, hier oben kann man starten. Hier kann man starten. Das ist der richtige Startpunkt. So, was haben wir hier drinne? Eine kleine Höhle. Gut. Und jetzt, wo es dunkel wird, kehren wir zurück und T. Nicht Gamer Mode, sondern Game Mode. Werfen wir noch einen Blick nach unten. Fump. Willkommen in der Unterwelt. Ein paar Höhlen sehe ich. Aber nichts Besonderes. Ja. Eine unterirdische Mine ist noch nicht zu sehen. Da sind ein paar Creeper. Oh, guck mal da, Diamanten. Eisen. Haufenweise Eisen. Doch, das ist eine Mine, oder? Ja. Eine unterirdische Mine. Sogar eine ziemlich große. Wie weit ist er weg? Ach, ist er gleich nebenan. Sieht doch gut aus. Ja, T. Mal wieder sichtbar machen. Also, wir haben hier ein Wüstendorf, wir haben mehrere versunkene Tempel, Unterwasserruinen, Schiffswracks und jede Menge Sand. Was fehlt, sind die normalen Oaks. Was fehlt, ja, ist eigentlich das, was man so von Minecraft lebt und liebt. Also, wer sich in einer Wüste mal umsehen möchte, wer dort starten möchte, ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad ist ziemlich hoch. Auch wenn es hier, oh, da stirbt gerade gleich ein Dorfbewohner. Auch wenn es hier schon jede Menge Früchte gibt. Man hat ja einen Bauern in der Nähe, man hat Getreide in der Nähe, man hat jede Menge Heu in der Nähe. Würde ich sagen, es wird schwer hier anzufangen. Aber wer es braucht, wer eine Herausforderung sucht, kann sich immer mit diesem Seed anlegen. Viel Spaß dabei, macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.